Prepared. Willkommen, liebe World of Warcraft-Freunde, und zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist jetzt schon ein bisschen länger her, seit wir den letzten, ich sag mal in Anführungszeichen, Balance-Block gemacht haben. Und wenn ihr dieses Video seht, ist es jetzt idealerweise Wochenende und draußen ist wahrscheinlich eh Scheißwetter. Und im Spiel seid ihr von dem massiven Angebot des Inhalts des Pre-Patches wahrscheinlich überfordert. Also, genug Zeit, um uns an dieser Stelle mal in Ruhe hinzusetzen, während wir hier gemütlich durch den geschmolzenen Kern ballern, um ein paar T-Teile abzugreifen und uns einfach mal ein bisschen Gedanken zu machen. Ja? Wir hatten jetzt mit der Gilde den letzten offiziellen Main Raid für dieses Addon und bald steht Shadowlands vor der Tür. Und letzten Endes, bis der Raid dann rauskommt, dauert es auch nicht mehr lange. Und ich habe mir jetzt mal so ein, ja, was heißt, jetzt gerade schon seit längerem so ein paar Gedanken gemacht, wenn jetzt Shadowlands vor der Tür steht, was ich mir eigentlich von dem Addon speziell wünsche und was ich mir für die Eule wünschen würde, so aus nicht neutraler Sicht, sondern als äh, Eulenspieler, der ungern seinen Main wechseln möchte. Also, damit fangen wir in diesem Video jetzt an. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Abo oder ein Like da, würde mich sehr freuen. Und damit ohne Umschweife erstmal zu dem Punkt, was ich mir allgemein wünsche von Shadowlands. Und ich muss sagen, jetzt alles in allem, nachdem das Addon rum ist, ähm, BFA hatte so seine Höhen und Tiefen, ja. Es gab Sachen, die waren gut. Ich fand zum Beispiel die Raids in diesem Addon wirklich... Eigentlich fast durch die Bank weg, sehr cool. Bis auf diesen äh, komischen Zweier-Raid, den eigentlich kein Mensch brauchte mit den zwei Bossen, wo ich auch nicht mal den Namen weiß. Ich war da einmal drin und danach nie wieder. Aber ansonsten, Ultia zum Start war soweit ganz gut. Muss ich aber auch dazu sagen, ich habe da nicht so viel gespielt, da ich zu dem Zeitpunkt noch keine Gilde hatte. Aber das, was ich gesehen habe, auch in Streams von den Top-Gilden und so weiter und so fort, das sah schon echt gut aus. Und Battle of the Lore war für mich echt ein richtig starker Raid. Hatte genau die richtige Größe, so von Anzahl der Bosse. Ich fand das Setting ziemlich cool, dass man mal wieder in einer Hauptstadt in Anführungszeichen gekämpft hat. Und auch das Bossdesign war durchweg abwechslungsreich. Vielleicht jetzt bis auf ein paar Ausnahmen. Die ersten waren jetzt typische Standardkost, aber ich sag mal so Fights wie äh, der. Hochtüftler heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Also Mecha-Drill. Oder auch Jaina war ziemlich cool. Äh, Stormwall Blockade war. Äh, nicht der allergeilste Fight, aber auch nicht schlecht. Und ja, einfach so, ich fand, da hat das Gesamtpaket gestimmt. Zwischen Atmosphäre, Raid-Bossen und dem Inhalt. Und danach äh, mit. Jetzt muss ich sogar selber mal gucken, nicht, dass ich noch was Falsches sage, wie der Raid heißt. Ich wollte eigentlich Shara sagen, das ist ja der Legion Dungeon. Eternal Palace, so rum. Ja, auch das ein Raid, der mir richtig gut gefallen hat. Alles in allem. Äh, zwischendrin bin ich zwar leider dann im Mythic Progress raus gewesen, aber... weiß nicht. Ich fand, da hat wirklich auch wieder ziemlich viel gepasst und Blizzard hat ziemlich viel richtig gemacht. Ähm... Zum einen von der Schwierigkeit der Encounter. Ich denke, das war äh, ein gutes Level aus Fights, wo auch weniger progressorientierte Gruppen Erfolg haben konnten. Bis hin zu Fights, ich erinnere an Ashara, die die Top-Gilden wirklich gefordert haben. Und auch davor Sakul, auch kein einfacher Boss. Äh, dazu kam sowas wie der äh, Black Border Behemoth, hieß er, glaube ich der Unterwasserfight, wo ich erst dachte, das wird ein heilloses Chaos. Und ein Unterwasserfight kann einfach nicht gut sein. Aber am Ende war der doch ziemlich ziemlich cool. Und jetzt zum Schluss mit Nialota. Ich dachte mir anfangs, als ich zum ersten Mal in dem Raid war, dass das so eine Indie ist. Puh, weiß nicht. Erst sah sich alles so ziemlich gleich aus und irgendwie. Ich hatte mir ein bisschen mehr erwartet, was aber glaube ich Storytechnisch eher begründet war, dass ich Enttäuscht war, wie ein Soth letzten Endes verheizt wurde. Aber am Ende, ich habe den Raid jetzt bis zum Schluss durchgezogen. Und können wir gucken auf meine Boss-Stats. Äh, allein im Mythic kommen hier schon ein paar Kills und Tries auf den Bossen zusammen. Ähm, nur auf diesem Char. Also, dazu haben wir noch Hero. Ein bisschen. Also, ich bin in diesem Raid ziemlich oft mitgelaufen. Und ich würde sagen, so alles in allem waren echt coole Fights drin. So, am Ende hm, hätte vielleicht aus Sicht mancher ein bisschen aufregender sein können, aber ich fand den Fight an sich eigentlich ziemlich spaßig. Nur der Storypunkt, oder Story-Aspekt, besser gesagt, der war ein bisschen dünn. Man klatscht ihn einfach um und joff. Tschüss. Ähm, Carapace fand ich auch einen ziemlich coolen Fight. Dann Raden war ein sehr, sehr geiler Fight, der hat Spaß gemacht. Was hat man noch dabei? Selbst die ersten Bosse. Skitra fand ich ganz cool, wenn auch ziemlich easy. Und danach Maut war auch durchaus ein Fight, weiß ich nicht. Man musste zwar nicht viel machen, aber ich finde, es braucht auch mal so einen Patchwork-ähnlichen Fight, wo man einfach nur stumpf dasteht und größtenteils durchholzt. Hat auch mal Spaß gemacht. Dann äh, Xanesh. Fußballboss hat teilweise echt für heilloses Durcheinander gesorgt. Ilginoth fand ich ziemlich cool. Also, wenn ich mal so überlege, von den Bossen da drin, von den zwölf, haben mir eigentlich nur nicht gefallen. Dressagat fand ich ziemlich, nun ja, gewöhnungsbedürftig, weil es einfach, das, 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 das hatte nicht so das richtige Bossfight-Feeling, dadurch, dass du nur auf Eds und Tentakel eingehauen hast. Aber davon ab, war der Fight halt. Na, nee, der war nicht so gut. Hat mir nicht so gefallen. Und. Was haben wir noch? Ah, ähm. Na. Wie heißt der? Hive Meint. Schwarmbewusstsein. Was aber eher an persönlicher Unfähigkeit lag. Als am Design des Fights. Diese kleinen grünen Rollerchen im Mythic. Äh, muss ich doch zugeben, wurde ich leider äh, das ein oder andere Mal davon mitgenommen. Und das ging mir teilweise einfach tierisch auf den Sack. Aber. Nun ja, wie dem auch sei. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche mir, dass die Raids in der Qualität so weitermachen, wie Blizzard im BFA angefangen hat oder das fortgesetzt hat. Ich würde sagen, in Sachen Raids war das ein ziemlich starkes Addon. Und alles in allem, wenn Blizzard so weitermacht, sowohl atmosphärisch als auch vom Design der Bosse, ist schon viel gewonnen. Dazu kommen wir gleich zum nächsten Punkt und zwar die Dungeons. Auch da muss ich sagen, bis auf Schreien des Sturms fand ich keinen Dungeon so richtig scheiße in diesem Addon waren echt unterhaltsam. Ich bin jetzt nicht so viel Mythic Plus gerannt wie viele andere, aber trotzdem, es gab jetzt keinen Dungeon, den ich wirklich, bis auf Schreien, ähm, am Ende so gar nicht mehr sehen konnte. Und auch da würde ich mir wünschen, dass Blizzard da weitermacht, starke Dungeons anbietet. Und was ich mir auch sehr wünschen würde, wäre, wenn wieder mit dem weiteren Verlauf des Add-ons, also mit irgendeinem Patch, dann nochmal nachträglich eine Indie eingeführt wird. Weil ich finde das, ehrlich gesagt, immer ziemlich cool, wenn man auch im Dungeon-Bereich hinten raus nochmal frischen Content angeboten bekommt. Dann weitere, äh, wie soll ich sagen, Wünsche oder Anforderungen wären, das Blizzard nicht nochmal so einen Müll probiert wie mit den Corruptions. Also dieses. Nicht falsch verstehen, die Corruptions an sich haben mir gar nicht so schlecht gefallen. Also ich fand es nicht schlimm, dass du als Spieler Sachen hattest, die du auf deine Items packen konntest, die du teilweise farmen musstest, die dich besser gemacht haben. Oder deine Klasse. Oder sie um Elemente erweitert haben. Aber letzten Endes, es war halt pure RNG. Erstmal, dass du die richtige Corruption kriegst. Da hätte Blizzard diesen Vendor viel eher einführen müssen, dass man sich die Dinger selber kaufen kann. Und dann auch noch die Tatsache, dass manche Klassen eigentlich... Nur noch aus Corruptions bestanden. Weil sich teilweise das Damage Meter angeguckt hat und manche haben mit äh, den Infinite Stars und dann, was gab's da noch, so Gushing Wounds und Twilight Devastation und sonst was gespielt haben, waren im Damage Meter unter den Top 5 bei manchen Leuten, weiß nicht, viermal Verderbnisgegenstände. Und das kann es halt einfach nicht sein, dass das Klassendesign so zurückgedrängt wird von irgendwelchen neutralen Effekten, die jeder Pillermann sich auf die Ausrüstung machen kann. Also das, das muss nicht wieder sein. Und ansonsten zu den restlichen Aspekten. Die Story vom Addon fand ich ganz okay. Da erwarte ich mir von, von ähm, Shadowlands aber ein bisschen mehr, da ich echt finde, dass ein Soth ziemlich verheizt wurde. Und ja, ansonsten war Blizz die grobe Richtung von BFA fand ich echt nicht schlecht. Wenn Blizzard so weitermacht im Teil des angebotenen Contents PvE, so ein PvP kann ich nicht viel sagen. Und noch an so ein paar Stellschrauben schraubt, dann würde ich sagen, erwartet uns ein ganz gutes Addon. Oder könnte uns ein gutes Addon erwarten. Und jetzt noch um spezifisch auf den letzten Meter dieses Classic Rates ähm, meine Klasse mit unterzubringen, die Eule. Was ich mir für den Balance-Druiden wünschen würde. Schwierig. Ich hatte ja schon in vorherigen Videos gesagt, dass ich mit dem Design der Klasse im Moment nicht so ganz so glücklich bin. Dass ich den Playstyle von vorher cooler fand. Das finde ich auch immer noch. Aber ähm, mein Einer Wunsch ist erstmal ganz simpel. Das Blizzard, ich sag mal, wenn die jetzt wirklich dieses, so wie die Eule sich jetzt spielt, wenn sie sagen, so soll das in Zukunft sein, ja okay, dann ist das so. Dann gewöhnt man sich daran. Aber dann sollen sie jetzt bitte, bitte, bitte mal bei einer Richtung bleiben und nicht mehr nach jedem Addon an der Eule so rumschrauben, dass der Playstyle wieder komplett verändert wird. Ja, es sind nur Nuancen im Vergleich zu anderen Klassen, aber trotzdem, irgendwo musst du auch mal ein Konzept haben, wo du dran festhältst, was dann nur noch in Details verbessert wird. Und, last but not least, wie es am Ende im Damage aussieht, ähm, das wird sich noch zeigen im Laufe des Add-ons und im Laufe der Raids. Da will ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, aber was ich mir sehr wünschen würde, ist, dass noch ein bisschen geschraubt wird an der Balance bei der Eule zwischen Single und Multitarget. Aktuell ist es echt so, dass Starfall und das muss ich als Eule selber sagen, lächerlich stark ist. Wenn man sich anguckt, wie weiß ich nicht, andere Klassen rödeln müssen, damit sie bomben können, drückst du als Eule einen einzigen Knopf und kannst dabei dann noch mit richtigem Talent im Laufen casten und püllst mit diesem einen Cast alles weg. Also bei Mythic and Soth ist es keine Seltenheit, wenn du zwischenzeitlich 50% oder mehr deines Damage über Starfall holst. Und <laughs> nee, das ist mir zu simpel. Ich hatte schon mal in einem anderen Video gesagt, ich würde mir wünschen, dass die Dots wieder ein bisschen mehr verstärkt werden, dass man dadurch sich auch Group Damage reinholen kann. Und gleichzeitig profitiert die Eule ja da auch von Single Target. Und ich fände es dann echt cool, wenn einfach ein bisschen mehr die Balance gefunden wird. Ich fand den. BFA war die Eule Single Target meistens echt okay, also nicht eine der besten Klassen, aber auch nicht schlecht. Dafür Multitarget oftmals zu vernachlässigen, jetzt ist es eher andersrum, dass die Eule Multitarget teilweise lächerlich stark ist und im Single Target von vielen Klassen äh, die Hosen ausgezogen bekommt, würde ich mir wünschen, dass sich das wieder ein bisschen annähert. Ich will nirgends oder ich muss nirgendswo direkt an der Spitze sein. Aber ich hätte gerne das Gefühl, dass meine Klasse in allen Bereichen zumindest mithalten kann. Und ja, wir sind durch. Wir haben Ragnaros umgelattet, haben natürlich kein einziges Stück item gekriegt. Das ist immer sehr toll. Und sind mit unseren Überlegungen an dieser Stelle fertig. Mir bleibt jetzt noch zu sagen, wenn ihr Eule spielt oder erstmal allgemein, was wünscht ihr euch für Shadowlands? Was erwartet ihr von dem Addon? Was hättet ihr gerne? Und wenn ihr auch Eule spielt oder für eure anderen Klassen, was wünscht ihr euch noch von eurer Klasse? Habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht? Würde mich auf jeden Fall interessieren, wenn da ein kleiner Austausch zustande kommt. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Und ansonsten, wie immer, der Hinweis, bleibt bitte, bitte gesund. Passt auf euch und eure Lieben auf, gerade jetzt, wo es auf Weihnachten zugeht. Es gibt nichts Wichtigeres als eure Gesundheit. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid und damit reingehauen.